Hey, was machst du da? Abendessen. Isst du da Toast mit Ketchup? Was anderes können wir uns im Moment nicht leisten. Du weißt schon, 12,40 €. Die normale CD und Schallplatte, dann noch diese UltraDisc, One-Step, Vinyl, diese super Audio-CD. Dann haben wir noch die beiden Pressungen aus Amerika, die dort exklusiv erscheinen. Und dann noch die japanische Version. Und die hast du alle gekauft. Naja, Sammler eben. Und so schlecht schmeckt es eigentlich auch wieder nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Willimir. Durch dieser kleine Sketch gerade am Anfang schon verraten hat, habe ich irgendwie alles mit 12,40 € gekauft, was mir in die Hände gekommen ist. Aber nur Tonträger und keine T-Shirts oder Hoodies aus dem offiziellen Shop. Das T-Shirt hier habe ich nur von der Immersive Experience in Düsseldorf, was ihr bei einem vorherigen Video von mir gesehen habt. Und dieses Video kommt voraussichtlich relativ spät. Nämlich habe ich vor, alle meine 12,40 € Dinge in einem Video zu zeigen und das nicht in mehrere Videos zu stückeln. Weswegen ich das auch an verschiedenen Tagen drehe. Wundert euch also nicht, wenn ich gleich in der nächsten Szene leicht andere Haare oder einen anderen Bart habe. Und heute ist der 18.11.2022. Heute kommen 12,40 € raus. Ich hatte den ganzen Tag viel zu tun und bin erst jetzt gerade nach Hause gekommen. Es ist schon nach 16 Uhr. Und die CD aus Europa und die Schallplatte sind bei mir angekommen in der Zwischenzeit. Ich musste sie bei meiner Nachbarin abholen, die war Gott sei Dank zu Hause. Ich habe die Songs auch noch nicht gehört. Das werde ich wahrscheinlich dann heute Abend machen oder direkt nachdem ich das Video abgedreht habe, mal schauen. Ich möchte euch aber jetzt erstmal die ersten beiden Sachen zeigen, die hier drin sind, die bei mir heute angekommen sind. Okay, dann mache ich das mal direkt auf. Wieder so ein Messer, wie ihr es schon aus anderen Unboxing-Videos von mir kennt. Ich schneide das hier vorsichtig an der Seite auf. Oh, das ist gar nicht so schwierig. Ich würde sagen, dass ich das dann mal hier so aufklappe. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich habe schon bei anderen Fotos gesehen, von sowohl der CD als auch der Vinyl. Oh, ist das geil! Wie geil ist das, bitte? Ich habe es mir nicht so geil vorgestellt, muss ich sagen. Dieser Pappschuber glitzert ja richtig. Ich habe gedacht, der wäre vielleicht so ein bisschen aufgeraut. Und eigentlich ist es das auch. Aber dadurch, dass das eben so rau ist und das Licht, wenn es drauf fällt, dann bricht, gibt das so einen Glitzereffekt. Ich bin richtig begeistert. Und das ist hier auch nicht nur gedruckt, sondern das kann man auch richtig fühlen, hier diese Schrift. Und auch diesen Rand hier um das Loch, was diese 40, also die 0 von der 40 sein soll. Dadurch sieht man Michaels Gesicht. Dann haben wir noch so einen Hype-Sticker auf der CD. Und auf der Rückseite sind die Tracklists und beide in dieser originalen Thriller-Schrift. Das ist wirklich super. Ich habe es mir nicht so geil vorgestellt, muss ich sagen. Ich hatte es mir irgendwie eher liebloser vorgestellt, wie dieses andere Design ja auch ein bisschen war. Was wir, glaube ich, gleich auch noch sehen, wenn wir zu der Vinylpressung kommen. Ich mache es aber erstmal auf. Versuchen wir, ob ich das hinkriege, dass ich hier an der einen Seite so ein bisschen aufmache, dass ich die CD rausziehen kann, aber dass die Folie mit dem Sticker drum bleiben kann. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Es ist sehr schwierig, große Angst, es kaputt zu machen. Ich glaube, ich müsste es jetzt rausnehmen können. Jetzt habe ich's. Ist der Pappschuber noch weiter in der originalen Folie mit dem Sticker drauf. Und wir können uns die CD anschauen und das ist deutlich schwerer als so eine normale Thriller-CD. Was ich sehr schön finde, ist, dass die hier an dem Artwork nichts mehr geändert haben. Dass die Veränderung in dem Artwork gut natürlich hier durch diese Schrift hier noch ist. The World's Biggest Selling Album of All Time. Was bei der Originalpressung oder bei halt früheren Pressungen, die es aus der Dangerous Era nicht ist. Aber dass ansonsten an dem Design nichts verändert wurde. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Fans wollen, oder? Man möchte schon die alten Designs haben, nur vielleicht ein bisschen was dazu. In diesem Fall dieser Pappschuber oder auch neu interpretiert. Das finde ich also eigentlich ganz prima. Gucken, wie die CDs bedruckt sind. Ja, doch, doch. Sehr clean. Kein aufwendiger Druck. Und jetzt auch nochmal dieses schöne 12,40 € Logo und nicht dieses hässliche, Entschuldigung, was es auch noch gibt. Und hier auf CD2 sind dann auch noch die Bonus-Tracks. Freue mich sehr, das gleich noch zu hören.
Und hier in der Mitte dieses Logo nochmal und ein Booklet haben wir. Mal rausnehmen. Hier sind also auch nochmal neue Sachen drin. Also das habe ich hier, was Sie gerade gesehen haben, noch nicht vorher gesehen. Und hier die Tracklist, die Lyrics für den Tracks, die sind natürlich gleich geblieben. Hier diese Zeichnungen sind auch weiterhin im Booklet drin. Aber hier nochmal schöne Ausschnitte aus den Kurzfilmen für Beat It oder auch Billie Jean. Dieses schöne Bild von Michael aus dem Thriller-Video. Das ist wirklich, wirklich schön geworden. Hier hinten bei den Credits sind auch nochmal schöne Bilder. Ja, ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von dieser CD. Ich freue mich gerade richtig, dass wir sowas Tolles bekommen haben. Und auch bei der vielen Kritik, die es zu Recht daran gab, dass eben mit Songs wie Got the Hots, Carousel oder auch Can't Get Out of the Rain und Sunset Driver wir Songs drauf haben, die schon mal veröffentlicht wurden, wenn auch nicht auf den Studioalben, sind hier auch echt Tracks dabei, die ich noch nie gehört habe. Und ja, es ist super. Ich freue mich wirklich sehr darüber und möchte da auch gar nicht mehr Worte drüber verlieren, sondern mal zu der Vinylpressung kommen, wo ich jetzt schon sagen kann, dass ich da weniger begeistert sein werde. Und hier haben wir das, zumindest in meiner Welt, hässliche Design von Thriller 40. Es tut mir leid, aber was haben die sich dabei gedacht? Kann mir das mal jemand sagen? Ich finde das so hässlich und so lieblos und das hat überhaupt gar nichts mit diesen tollen, originalen Thriller-Schriftzug hier oben zu tun. Ich weiß nicht, was das soll. Also ich freue mich sehr, dass die das bei der CD nochmal geändert haben. Vielleicht war hier schon der Vertrag unterzeichnet, dass die es nur mit diesem Cover bringen, keine Ahnung. Aber ich finde es nicht schön, ganz ehrlich, ich finde es nicht schön. Das Bild von Michael mit diesem Tigerbaby ist natürlich sehr schön. Und dieser Sticker hier, das ist tatsächlich kein Druck, sondern ein Sticker hier. Ja, was soll ich sagen? Ein Blick auf die Tracklist stellt man dann fest, dass hier auch die Bonustracks nicht drauf sind. Was haben die sich dabei gedacht? Warum schreiben die jetzt Thriller 40 drauf, liefern einem aber nur die Standard-Tracks, die man auch auf jeder anderen Pressung von Thriller drauf hat? Warum haben sie es nicht wenigstens so gemacht, wie bei Bad 25 und Thriller 25, dass diese 1-LP-Version eine Picture-Disc war mit dem neuen Artwork und dann noch eine 2- oder 3-LP-Pressung mit den Bonustracks rauskommt? Ich verstehe es nicht und ganz ehrlich, ich werde das jetzt auch eingeschweißt lassen. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Sinn, das auszupacken und also, das ist, glaube ich, ein ganz relativ schönes Gatefold-Bild innen drin oder so eine Collage aus diesen Bildern, die wir gerade schon im Booklet von der CD gesehen haben. Aber ganz ehrlich, ich stelle mir das so ins Regal, ich werde das nicht hören. Also kann ich es auch eingeschweißt lassen. Jetzt haltet ihr mich für verrückt, weil ich hier das hier bestellt habe und die auch schon mit den Erwartungen daran gegangen bin, dass es nicht besonders toll sein wird. Ja, ich habe es trotzdem gekauft, weil ich halt Sammler bin und dann gerne auch das vollständig habe. Und da es jetzt nicht so wahnsinnig teuer war, habe ich das jetzt gekauft, obwohl ich wusste, dass das nur eine Schallplatte sein wird und dass das Artwork mich auch nicht überzeugen wird. Insofern, ich bin selbst schuld, wenn ich es gekauft habe. Aber ja, jetzt habe ich diese beiden Dinge da. Halt nochmal einmal die CD und auch die Schallplatte einmal in die Kamera, damit ihr beides nochmal sehen könnt. Und ich übergebe damit feierlich an mein zukünftiges Ich. Und da sind wir schon bei den nächsten Dingen. Heute ist der 26. November, also wir haben eine Woche und einen Tag später. Ich war wieder nicht da, als das Paket kam, aber es war wieder bei der Nachbarin, wieder auch bei der gleichen. Und ich bin jetzt bereit, das auszupacken. Das hier sind die Dinge, die aus dem UK gekommen sind, von dem offiziellen europäischen Michael Jackson Store. Und wollen wir mal gucken, was hier dann noch gekommen ist. So, wunderbar. Hier haben wir nämlich eine CD. Und zwar eine ziemlich teure und aber dafür auch besondere CD. Das hier ist nämlich eine Super-Audio-CD. Die gab es erstmal nur im offiziellen Shop zu kaufen. Hat, glaube ich, 42 Euro gekostet. Und da sind auch nur die originalen Tracks von Thriller drauf und nicht die Bonus-Tracks. Das war aber von vornherein so kommuniziert, weil das ist hier ja auch gar nicht mit Thriller 40 gebrandet, sondern das ist einfach nur eine Neuauflage des Thriller-Albums, die im Zuge des 40-jährigen Jubiläums veröffentlicht wurde. Und diese Super-Audio-CDs sollen angeblich so eine ganz besondere
Audioqualität haben. Die kann man allerdings nur genießen, wenn man auch einen entsprechenden Player hat, den ich nicht besitze. Also auch das habe ich wieder eher aus Sammlergründen gekauft, als aus den Gründen, dass ich jetzt diese Tracks hier drauf unbedingt brauche, beziehungsweise in der Qualität brauche. Vorne ist also dieser Super Audio CD Sticker. Plays on all Disc Players steht hier, das bedeutet, man kann diese CD grundsätzlich auf jedem CD-Player abspielen. Allerdings bekommt man eben diese deutlich bessere Qualität von den Original Master Recordings dann eben nicht zu hören. Und auf der Rückseite, da seht ihr die Tracklist, also die normale Tracklist des Filler-Albums, wie ich schon sagte. Und hier unten steht noch, wer das gemastert hat. Und hier steht auch noch, dass es eine Special Edition ist. Und hier ist auch eine Nummer gedruckt. Das ist also auch eine limitierte, nummerierte Auflage. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf wie viele die limitiert ist. Bei der Vinyl, die gleich kommt, stand das da klar. Und bei der hier nicht. Meine hat jetzt Nummer 9197. Also sind also mindestens 10.000. Allerdings glaube ich, dass es doch noch mal deutlich mehr sind. Naja, da ich ohnehin die nicht abspielen kann, weil ich so einen Player nicht habe, lasse ich die auch erst einmal eingeschweißt und packe die hier nicht weiter aus. Ich finde es auf jeden Fall ganz schön. Das scheint hier so ein Digipack zu sein. Das war auf den Produktbildern nicht erkennbar. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass die einfach nur in so einem Slipcase daherkommt. Aber nein, das kann man hier offenbar aufklappen. Und hier sind auch so Heftklammern, die darauf hindeuten, dass hier noch so ein Booklet drin ist. Also, ich finde es eigentlich ganz schön. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass hier die Bonus-Tracks nicht drauf sind. Weil, wie gesagt, das hier soll einfach nochmal das Thriller-Album in besserer Qualität sein. Und das muss für mich auch nicht dann immer unbedingt dann mit den Bonus-Tracks sein. Dass hier die Audioqualität besser ist und dass hier keine normale, sondern eine super Audio-CD ist, das ist für mich schon genug Mehrwert. Und halt einen Mehrwert, den ich bei der Schallplattenpressung von vorhin halt nicht gesehen habe. Und jetzt kommen wir endlich zu dem, wo ich mich irgendwie am meisten auch drauf gefreut habe, von diesen ganzen Thriller 40 Sachen. Klingt vielleicht bescheuert, aber das war diese Schallplattenbox. Und wow, die ist super schön. Auch hier hatte ich ein bisschen Angst, dass die nicht so meinen Vorstellungen entspricht. Dieses Goldene ist direkt auf die schwarze Hülle gedruckt. Und das hier ist tatsächlich sowas ähnliches wie diese CD. Also auch hier ist dieses gleiche Logo drauf, dieses MoFi-Logo. Das ist, na, wo haben wir es da hier oben drauf und auch auf der Rückseite zeige ich euch gleich noch. Und das hier ist eine ebenfalls limitierte und nummerierte Pressung des Thriller-Albums ohne die Bonus-Tracks. Also auf dieser Schallplatte ist eine besondere Methode angewendet worden, um das zu pressen. Das bedeutet, dass auch hier die Audioqualität deutlich besser sein soll als auf der herkömmlichen Schallplatte. Und naja, alleine das Design hier ist schon total schön. Also dieses Schwarz mit Gold, das finde ich immer total schön. Das ist wirklich schön geworden. Es fühlt sich total wertig an. Es ist richtig harte Pappe hier, also nicht so dünn wie bei normalen Schallplatten, sondern richtig hart und dick. Und ja, eine sehr, sehr schöne Schallplatte. Die ist auf 40.000 Exemplare limitiert. Das steht auch nochmal klar hier oben drauf kommuniziert. Das klingt erstmal wenig, ist aber relativ viel. Diese Diamond Box, die zu Michaels 60. Geburtstag 2018 kam, die diese ganzen Picture-Schallplatten beinhaltete, die war nur auf 1.000 limitiert. Und das ist also 40 mal so viel. Also die wird man, glaube ich, auch in Zukunft noch ganz gut finden. Vielleicht auch für weniger Geld, denn für die hier habe ich 106 Euro bezahlt. Oh, das ist sehr viel Geld. Und da muss man vielleicht auch mal schlucken, wenn man dieses Geld dann bezahlen muss dafür. Aber mir war es das wert, weil das wirklich ein schönes Objekt ist. Und das hier werde ich auch auspacken. Also ich werde jetzt gleich mal schauen, dass ich das hier auspacke, weil mich hier doch sehr interessiert, wie diese Schallplatte aussieht. Ist hier also diese UltraDisc One-Step Pressing. Das ist also irgendwie ein besonderes Verfahren, wie gerade schon erwähnt. Ist auch einer der Gründe, warum diese Schallplatten so teuer sind. Und das hier ist auch eine Serie. Also es gibt auch noch von anderen Künstlern Schallplatten, die in dieser Serie erschienen sind. Und auch hier finde ich es dann in Ordnung, dass die Bonustracks nicht mit drauf sind, weil auch hier der Mehrwert eben einfach woanders liegt. Also auch hier finde ich es völlig in Ordnung, dass die Bonustracks nicht drauf sind, weil das ja auch nicht die standardmäßige Vinylpressung des Albums ist, bei der ich halt, wie schon mehrmals jetzt erwähnt, die Bonustracks erwartet hätte. Ich glaube, die Rückseite habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Auch hier ist eine Nummer drauf gedruckt und das ist bei mir hier die 17.068 und wie gesagt, die ist auf 40.000 limitiert, was
ich für nicht besonders viel halte. Ansonsten ist hier hinten nichts zu sehen, keine Tracklist oder so, was, wie ich finde, sehr schön auch zu dem Design des Ganzen passt, dass es doch eher schlicht ist und hier mit goldenen Akzenten kommt. So, jetzt mache ich es mal ganz vorsichtig auf. Jetzt kann ich das hier rausholen. Aha, und hier ist jetzt noch ein Booklet drin, was auch diesen Original Master Recording Streifen hat, wie die CD auch. Und wenn wir in dieses Booklet reingucken, ui, ja, hier ist so ein Lyric Sheet drin mit diesen Bildern, wie auch in der originalen Pressung von Thriller, allerdings auf sehr dickem Papier, weil ich es sehr schön finde. Und das andere hiervon ist dann einfach dieses Gatefold-Bild vom Thriller-Album und hier die Tracklist. Also ist das hier sozusagen der Ersatz von dem Cover, was hier ja in der Form mit der Tracklist nicht enthalten ist. Dann ist hier diese Platte, mal gucken, ob hier noch was drin ist. Nee, das war's. Hier ist jetzt also diese sehr dicke Pappbox. Und hier ist nochmal ein inneres Cover, auch noch sehr schön mit so Goldprägung und dem Cover-Artwork. Und hier hinten ist dann auch nochmal die Tracklist, was ist auf Seite A und was ist auf Seite B. Sehr, sehr schön. Und jetzt nehmen wir mal die Platte raus, die ich mich natürlich ganz besonders freue. Die ist dann nochmal in einem Pappcover, was allerdings nicht mehr bedruckt ist. Das kann man aber so aufklappen. Hier ist gar kein richtiges Cover. Und hier ist das noch in so einem Innencover. Nehmen wir hier mal die Platte raus. Und man sieht schon einen klaren Unterschied, finde ich, zu normalen Platten. Erstmal sind die hier auf einem ganz besonderen Design auch wieder belabelt. Sehr schön, hebt sich von anderen Pressungen auch ab. Und, ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber das Licht reflektiert hier ganz anders als bei anderen Schallplatten. Die wirkt natürlich auch sehr schwer, die wirkt auch sehr fest. Ich glaube, die werde ich auch erstmal nicht abspielen, weil ich tatsächlich, mein Plattenspieler ist jetzt nicht so der allerbeste. Und ich glaube nicht, dass ich da einen Unterschied höre. Deswegen, ich glaube, ich werde sie nicht abspielen. Aber sie ist auf jeden Fall sehr cool und sehr schön. Und hier ist das Innere auch wirklich so schön, dass sich das für mich lohnt, die aufzumachen und nicht eingeschweißt zu lassen. Ist auf jeden Fall eine wirklich sehr schöne Sache mit diesen Original Master Recordings. Und für solche Sachen, die dann auch wirklich super schön aussehen und super wertig verarbeitet sind, da greife ich dann auch immer gerne ein bisschen tiefer in die Tasche, weil es einfach was Schönes ist, was eine hohe Qualität hat. Und sowas habe ich immer gerne in meiner Sammlung. Und das nächste, was ich auspacke und euch zeige, ist dieses Paket, was heute gekommen ist. Heute ist der 30.11., ein Mittwoch. Und meine japanische CD von Thriller 40 ist angekommen. Ich mache mal direkt auf hier. Fragt mich nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Zu viel ist auf jeden Fall die Antwort. Aber ihr wisst ja, dass ich die japanischen Sachen so gerne mag. So. Und das erste, was mir hier in die Hände fällt, ist nochmal ein kleines Heft. Diese CD kommt nämlich nicht alleine, sondern zusammen mit verschiedenen Sachen, die auch noch in Japan dazu gekommen sind. Und tatsächlich ist das jetzt hier eine kleine Überraschung. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das hier auch noch dazu kommt. Das hier ist, scheint ein Katalog zu sein. Und Tower Records steht hier drauf. Okay. Hier werden eben so verschiedene Releases vorgestellt. Die Dinge, die jetzt da gerade in Japan erschienen sind, nehme ich an. Und wenn man hier nochmal nach ganz hinten blättert, gibt es hier tatsächlich einiges zu Michael und zu Thriller. Hier ist einmal noch etwas und dann ist hier nochmal ein größerer Artikel zu Thriller 40. Alles auf Japanisch kann ich leider nicht lesen, aber hier wird eben auch diese 2-CD-Variante von Thriller 40 beworben. Und auch hier geht es nochmal weiter, auch noch dieses schöne Foto vom Billie Jean Video und das habt ihr schon gesehen, dieses Backcover von dem Ganzen vielleicht. Also ein Take-Free steht hier, ein kostenloser Werbekatalog oder nennen wir es Promo-Katalog. Cool, habe ich nicht damit gerechnet, dass das hier dabei ist. Dann machen wir doch nicht mit der CD weiter, sondern erstmal mit dieser Rolle. Das hier müsste das Poster sein, denn in Japan war, wenn man Thriller 40 vorbestellt hat, da noch ein DIN A3 Poster mit dabei, was man dann eben auch nicht in einem anderen Kontext noch bekommen konnte. Hier ist es. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist halt bei den anderen Sachen nicht dabei gewesen, beziehungsweise wenn man jetzt Thriller 40 in Japan kaufen würde, wäre es auch nicht dabei. Ist eben nur dabei gewesen, wenn man es vorbestellt hat. Sehr schön.
Dann war hier noch diese Karte dabei. Das habe ich gesagt, nicht ganz genau, was das sein soll. Das ist auf jeden Fall das Thriller-Cover und hier hinten ist das Thriller 40-Logo. Und hier unten steht ganz klein Not for Sale. Und hier steht ganz klein Sony Music Labels Inc. Also auch nochmal eine Promokarte sozusagen, die es ebenfalls dazu gab, wenn man Thriller 40 in Japan vorbestellt hat. Und jetzt zu guter Letzt, wunderbar, die japanische Version von Thriller 40. Und obwohl ich, wie gerade schon gesagt habe, sehr viel dafür bezahlt habe und auch mehr dafür bezahlt habe, als ich jetzt hier bereit bin zuzugeben, bin ich jetzt gerade richtig froh, dass ich das gemacht habe. Weil das echt, wie immer bei japanischen Releases, sich nochmal schöner anfühlt und nochmal wertiger anfühlt. Also ich habe das Gefühl, das ist definitiv so, dass diese CD hier deutlich schwerer ist als die europäische, die ich vorhin ausgepackt habe. Noch der Obi-Streifen dabei. Machen wir das mal auf. Noch der Obi-Streifen, was immer so um die CD drum ist, ist hier natürlich bei. Und dann ist hier der Pappschuber, wie wir das schon von der europäischen Variante kennen. Das ist auch nicht großartig anders, allerdings hier ein bisschen dicker, weil die CD hier zusammen mit einem extra Booklet drin ist. Und dieses Booklet hier ist wirklich ziemlich dick und ziemlich schwer. Hier sind nochmal japanische Informationen und japanische Lyrics drin. Das ist in Schwarz-Weiß. Also nochmal die Songtexte. Auch zum Beispiel zu Starlight. Das war ja aber, glaube ich, bei der europäischen Version nicht, ne? Und hier hinten nochmal ein Überblick über die Diskografie von Michael und den Jacksons. Eine sehr, sehr schöne Version. Und jetzt haben wir uns noch gar nicht hier das Innere hiervon angeguckt. Denn was hier jetzt auch drin ist, sind natürlich zwei CDs, wie schon bei der europäischen Version, die andere. Allerdings sind das keine normalen CDs, sondern, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt oder bezeichnet, Bluespec CD 2 steht hier drauf, ist hier auch oben auf dem Obi-Streifen vermerkt. Das ist nochmal eine andere Art der CD, die ein bisschen besser oder höherwertig sein soll als eine normale CD, die man aber auch auf einem normalen Player abspielen kann. Also vielleicht sowas zwischen einer normalen CD und dieser super Audio-CD, die ich gerade gezeigt habe. Bin auf jeden Fall wirklich, wie schon gesagt, sehr zufrieden mit dieser japanischen Version von Thriller 40. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, im Moment ist die sehr teuer. Wenn man die haben möchte, muss man sehr tief in die Tasche greifen. Ich nehme an, dass die irgendwann auch noch mal günstiger verfügbar sein wird. Ich wollte die allerdings sofort haben und habe jetzt noch den Vorteil, dass ich mit dem Poster, der Karte und dem Katalog auch noch drei Promo-Artikel dabei habe, die man vermutlich in Zukunft nicht mehr so einfach bekommen wird. Und schon sind wir bei den letzten Sachen von Thriller 40 angelangt. Ich habe hier dieses Paket noch aus den USA gekommen und ich würde sagen, ich packe das mal direkt aus. Ich habe mich sehr auf dieses Paket gefreut natürlich. So. Das sieht gut aus. Dann gucke ich doch mal. Als erstes ein kleines Geschenk. Ich habe das bei MJ Market bestellt. Da kriegt man dann so einen Button und einen Aufkleber von denen geschenkt. Und dann haben wir hier als erstes leider nochmal das hässliche Cover. Aber trotzdem etwas sehr Schönes. Also so schön eigentlich auch wieder nicht. Ne? Wie gesagt, das ist das Cover, was mir nicht so gut gefällt. Und die Tracklist ist ja auch wie bei der anderen Schallplattenpressung, also einfach nur die normalen Tracks von Thriller und nicht die Bonus-Tracks. Aber es ist diese amerikanische Pressung, die es dort auch nur bei Walmart zu kaufen gab. Und bei Walmart nicht nach Europa versendet, muss man dann eben mit so einem Reseller arbeiten, wenn man das dann gerne haben möchte. Und ja, der Vollständigkeit halber habe ich eben das noch bestellt und jetzt habe ich's. Was hier jetzt aber noch drin ist, ist die Pressung, ebenfalls aus den USA, die exklusiv bei Target erschienen ist. Also auch so ein amerikanischer Laden. Und hier seht ihr, dass die hier nicht das hässliche Cover genommen haben, sondern einfach das ganz normale Thriller-Artwork. Und auf der Rückseite sieht ja auch so ganz normal aus. Auch hier sind natürlich nur die normalen Thriller-Tracks drauf, aber ganz ehrlich, ich finde das besser als dieses andere neue Artwork, weil wenn es halt nur das Thriller-Album nochmal neu veröffentlicht ist, dann nehmt doch auch einfach nur das Thriller-Cover-Artwork und macht da nicht irgendwas Neues dran. Das finde ich also so deutlich besser. Und
Hier ist tatsächlich auch noch so ein Thriller 40 Aufkleber drauf, der bei dem anderen nicht drauf war. Und hier oben auf diesem Aufkleber sieht man aber, dass hier noch ein Goodie drin ist, nämlich eine limitierte Slipmat. Und die anderen beiden Schallplatten, also jetzt außer dieser Ultra-Disc, die lasse ich eingeschweißt, aber die hier öffne ich jetzt mal. Wenn man hier noch was Zusätzliches ja eben drin hat, was mich dann interessiert, mir das anzugucken. So, jetzt habe ich nämlich wieder das so, wie ich es immer habe, nämlich ich kann die Sachen rausholen, ohne dass ich die originale Folie abmachen muss und dann eben auch diese Sticker, die auf der Folie kleben, dann abmachen müsste. Ah, hier kann man sich nochmal das innere Cover-Artwork angucken. Oh, hier an der Seite ist es ein bisschen kaputt. Ich glaube, das könnt ihr sehen, ne? Das war so hier drin, also kann ich das auch nicht gerade aus Versehen mit dem Messer kaputt gemacht haben. Hier auf der Seite, wo ich geschnitten habe, ist alles perfekt. Das finde ich aber schade. Aber naja, ich denke mal, ich werde es überleben. Sage ich euch doch aber trotzdem nochmal. Auch noch diese Labels, die sehen tatsächlich aus wie auf alten Füllerpressungen. Also auch da hat man sich designtechnisch nichts Neues einfallen lassen. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Hat auf jeden Fall trotzdem sein Gewicht und macht auch einen wertigen Eindruck. Jetzt gucken wir aber mal, ob wir diese Slipmat noch hier finden. Ja, hier ist sie. Tada! Das ist also ja, die Größe einer Schallplatte ungefähr. Und das ist so gedacht, dass man das eben auf den Teller vom Plattenspieler drauflegt. Ist dann natürlich auch sehr dekorativ, zumindest wenn man dieses Design schön findet. Genau, ansonsten ist hier nichts mehr drin. Schiebe ich das mal wieder hier rein. Und das war's schon, mehr kann ich euch hier gar nicht zeigen an diesem Stück. Obwohl in dem Videotitel steht, dass ich alle Thriller 40 Sachen gekauft hätte, ganz so stimmt das nicht. Ich habe nämlich bisher noch nicht die amerikanische CD-Version gekauft. Die kriege ich hoffentlich von jemandem aus Amerika mitgebracht. Da wollte ich jetzt nicht nochmal viel Geld für Versand und Zoll und so ausgeben. Die ist sehr, sehr ähnlich wie die europäische Variante. Ich habe bei einem Post gesehen, dass das Cover, also dieser Pappschuber, noch so ein bisschen mehr glitzern soll. Also ich freue mich drauf, wenn ich das kriege. Aber wie gesagt, heute kann ich euch das noch nicht zeigen. Ich habe euch aber dafür ganz viele andere Sachen gezeigt. Und dass ich das Video angefangen habe zu drehen, ist schon wieder so lange her. Und im Großen und Ganzen bin ich mit diesem Thriller 40 Projekt wirklich sehr einverstanden. Es gab ja auch noch diese verschiedenen Events, also diese Premiere von der Doku. Und aber auch dieses Immersive Experience Event in Düsseldorf. Schaut unbedingt nochmal mein Video, was ich über dieses Event gedreht habe. Da war ich nämlich, dieses schöne T-Shirt hier gekauft. Und mit den Schallplattenversionen bin ich ja nicht so einverstanden, bis auf eben diese schöne hochwertige Ultra-Disc-Box. Aber die CD finde ich wirklich nicht nur schön, sondern auch die Tracks, also die Bonus-Tracks, total super. Und ich freue mich wirklich sehr über dieses Projekt und es hat mir auch total Spaß gemacht, diese ganzen Sachen hier zu sammeln. Vielleicht kommen ja sogar noch Sammlerstücke dazu, nämlich wenn diese Doku rauskommt, dann könnte es ja sein, dass es die auf DVD und oder Blu-ray gibt. Und es kann natürlich auch sein, dass noch in irgendeiner Form 4K-Material auf physischen Releases veröffentlicht wird. Das würde ich natürlich auch dann kaufen und hier auf diesem Kanal zeigen. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Abonniert doch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und markiert mein Video mit einem Daumen hoch und schreibt unbedingt auch einen Kommentar, zum Beispiel, was euer Lieblingssong von der Thriller 40 Bonus CD ist. Ihr könnt mir übrigens auch auf Instagram folgen, da heiße ich MJ Willimir. Und bis zu meinem nächsten Video, was glaube ich bald schon kommt, ist noch mindestens ein Video in diesem Jahr geplant, wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.